Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind Folge Nummer 18 von Voxel Tycoon. Ja, wir hatten letztes Mal die zwei oberen Städte gemacht, Melrichstadt und Heubach. Und jetzt werden wir uns nicht mehr um Melrichstadt kümmern, sondern um Virges und um Gefräß. Gefräß, keine Ahnung, Gefräß, würde ich sagen. Da schauen wir jetzt mal rein, ob da noch ein paar Bushaltestellen nötig sind. Das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal hier rein. Dafür brauchen wir Terminals und dieses Terminal. Und dann gucken wir mal hier hin. Bisschen rausgezoomt. Das ist ja schon mal da. Da ist ein bisschen was abgedeckt. Da ist das abgedeckt. Da ist nichts abgedeckt. Wenn das da ist, dann muss ja hier noch was hin, ne? Wie weit reicht das? Auch noch nicht mal so weit, ne? Das würde bedeuten, wir müssen tatsächlich hier schon was abreißen, um das dahin zu machen, ne? Oder wir kriegen nicht alle mit. Das wird ja richtig teuer dann. Diese Häuser kriegen alle nichts mit. Wo muss es hin, damit die Häuser es mitkriegen? Hier müsste es hin. Das können wir uns nicht leisten. Oder sonst. Alternative wäre hier. Vielleicht was hinzumachen, oder? Ja, da wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Aber die Straße muss da auch hier irgendwie hin. Kann man das rotieren und dann doch da dran bauen? Ne, hier wäre es jetzt nicht möglich, wa? Ne. Das heißt, es müsste doch schon hier hin. Aber das wird bestimmt auch noch schwer. Hier unten ist schon dieses Virges Süd. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da. Wahrscheinlich so. Wo ist denn jetzt Virges Ost? Ach, da ist Virges Ost. Ich sehe es jetzt gerade erst. Okay, brauchen wir gar nicht dahin machen, weil hier ist Virges Ost. Das passt. Das passt. Wir haben hier noch einen Halt, der auch schon ziemlich viel abdeckt. Wir müssten jetzt hier irgendwo hin, um das weitere abzudecken, sind aber nur zwei Häuser. Virges Süd ist hier. Da. Ja, hier wird noch eine Bushaltestelle Sinn machen vielleicht. Hier auf dem Stück. Da ist das nicht abgedeckt. Da ist das alles abgedeckt. Und hier, ja, wäre ein bisschen. Da haben wir die noch drin. Das würde bedeuten, wir müssen nur hier so rein, ne? Dreh das Ganze mal. Und mach das mal da ruhig hin. So, dann binden wir das noch mit der Straße gerade an, ne? Ja. Ich baue es mal so, damit das passt. Jetzt schauen wir weiter nach einem weiteren Depot, was wir noch, ob wir noch ein weiteres Depot bauen müssen. Schauen wir mal. Also hier ist abgedeckt. Da ist abgedeckt. Da ist abgedeckt. Ja, hier würde jetzt nur diese eine Station wohl dazu kommen. Der Rest ist schon passend. Okay, dann können wir das wegmachen. Wir suchen uns jetzt hier den Bus, der hier durch die Gegend fährt und ändern dessen Linie, ne? Virges Nord, ne, Virges Südwest ist die Sache. Nach Südwest und dann fährt er nach Nord. Das bedeutet, wir müssen hier bearbeiten. Hier einen Halt hinzufügen und zwar den. Und zwar Transfer. Transfer Ost, Süd, Südwest, West, Nord. Jo, ich glaube, das ist schon passend. Können wir so lassen, ne? Das Einzige, was man jetzt mal gucken müsste. Hier stehen schon ein paar Leute mehr. Da stehen Leute mehr. Hier stehen auch ein paar Leute mehr. Ich glaube, wir können da auch noch einen Bus draufsetzen, ne?
Lass uns das mal machen. Wir haben 69.000, das würde funktionieren. Kaufen. Bus. Kaufen. Fahrzeug auswählen. Und Route wählen. Stadtbus. Birges. Und starten. So, dann ist der raus. Sollte klappen, ne? So, dann gehen wir nach Gefrees. Und gucken, wie es da ist. Ja, hier sieht es jetzt, glaube ich, ein bisschen Mauer aus, ne? Hier haben wir einen. Das deckt da. Das deckt da ab. Das deckt da ab. Okay, das bedeutet, hier fehlt's. Bis dahin haben wir diese vier Häuser müssen da rein. So müsste es hier hin. Es ist die Frage, ob das so klappt da. Kann man das auch irgendwie aufschütten oder so? Ja, da. Ist das so richtig gewesen? Ich will es hoffen, ne? Wenn ich dahin gehe, habe ich die alle. Und wenn ich dahin gehe, habe ich diese nicht. Das bedeutet, so muss es. Dann ist zwar eins mehr. Und dann ist das noch mehr. Aber es passt. So, dann hier nochmal hin. Diese Fläche nochmal ausgewählt, weil wir müssen hier noch ein bisschen aufschütten, ne? Und den müssen wir jetzt schon wieder wegmachen. So, und dann die Straße bauen. Jetzt sag nicht, das geht irgendwie nicht. Ah, nicht genug Geld war da. Okay, wir sind knapp bei Kasse. Hä? Komm, fahr mal einer noch gerade das Geld ein. Komm, die 3.000 kriegen wir jetzt noch. Zack, zack. Jetzt haben wir's. Okay, dann ist das Anbau auch angeschlossen. So, jetzt brauchen wir einen Bus, der da fährt. Birges? Ne, der ist nicht hier. Stadtbus Birges? Wie, fährt er hier auch? Nein, der ist doch hier vollkommen falsch. Wieso fährt er hier rum? Birges Transfer, Birges Ost, Birges Süd, Birges Südost. Wieso ist der hier im Fahren? Wieso war dieser Bus hier? Ich sehe keine Stelle, die der hätte haben können. Müssen wir darauf achten. Wo ist denn hier ein Bus, der hier trotzdem fährt? Da. Stadtbus Gefrees, der ist es. Hier oben müssen wir auch noch bauen. So, jetzt haben wir hier Anbau. Jetzt sehe ich gerade aber, dass es vielleicht Sinn macht, diese Straße vielleicht hier noch so zu bauen, ne? So, das wäre das. Jetzt müssen wir gucken. Transfer ist da. Südost. Wo ist denn Südost? Da oben. Dann kommt er nach Transfer zurück. Dann fährt er nach West. Und von West. Ja, der fährt immer zum Transfer, glaube ich, ne? So wie bei Simotrans. Wir machen das mal hier nochmal. Und dann machen wir das so. Auch Transfer und dann starte das Ganze mal. Und wollen hoffen, dass es so passt. Und jetzt müssen wir aber hier oben noch gucken. Weil hier Gefrees. Das ist Rathaus. Da ist eine Station. Das heißt, es geht bis dahin. Und wir müssen hier. Oh, das ist ja doof gelaufen, ne? Okay, wir gehen tiefer. Gefrees, da geht's bis dahin. Wir müssten es dahin machen. Und dafür haben wir gerade nicht genug Geld, müssen wir wieder einen Moment warten. Tatsächlich müssen wir da oben dann auch noch einen machen.
Cursorhöhe 0. Wenn ich jetzt Steuerung Z drücke und dann Steuerung X drücke. Okay, dann wird das aufgeschüttet. Sehr interessant. Oder abgesenkt. Okay, dann braucht man nichts bauen in dem Sinne, sondern kann das so machen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Geld. Jetzt machen wir hier einen schneller, damit das mit dem Geld noch klappt. Machen wir hier gerade schauen, die gehen bis dahin. Die Häuser müssen mit rein, das nicht, aber das. Okay, dann geht eins mehr mit rein. Passt. Jetzt müssen wir die Straße noch dahin bauen, ne? Wegen der Schräge geht das wahrscheinlich nicht, ne? Es ist die Frage, ob ich da... Kann man das irgendwie anders bauen? Nee, ne? Wahrscheinlich geht das jetzt nicht... Nee. Doof gelaufen, ne? Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Dann muss das halt so angeschlossen werden. Geht nicht anders. Dann von Anbau nach Nordost sozusagen. Wo ist der Stadtbus? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo versteckt er sich? Wirgestransfer ist das? Nee, den brauchen wir nicht. Stadtbus Wirges. Ich weiß nicht, was der hier rumfährt. Hier ist irgendwas faul. Ach, der kommt von da und muss dann drehen. Alles klar, passt schon. Aber ich möchte den Stadtbus von hier finden. Die drei waren es nicht. Ah, der fährt wahrscheinlich gerade da hinten hin, weil der da drehen muss, alles klar. Anbau, nach Anbau kommt dann wieder Transfer. Aber Transfer, das ist ja richtig doof jetzt hier, ne? Warte mal, das können wir gerade mal ganz kurz schnell ändern, indem wir hier sowas machen. Dann sollen die hier drehen können, ne? So sieht's aus. Wegestransfer, der dreht. Oh, nee, der fährt aber woanders hin, ne? Okay. Hier ist jetzt Drehen angesagt, glaube. Stadtbus Gefräß. Anbau, wir bearbeiten das. Einen neuen Halt hinzufügen wäre wiederum da, weil wir da die wechseln und dann fährt er dahin. Auch Transfer, dann haben wir das. Machen wir okay und läuft. Jetzt wäre noch interessant, hier ist auch nur einer drauf. Da oben ist er gerade. Ja, okay, das ist jetzt natürlich da egal. Brauchen wir gar nicht aufmachen, die Linie, sondern wir können den ja hier kaufen. Kaufen wir den. Wie viel Geld haben wir? 40 reicht. Kaufen den und setzen den auf die Route Stadtbus Gefräß. Und los geht's. Also, das ist hier auch der dann. Fahrzeug folgen. Und Details. Wo sehe ich die Passagiere? Hier unten kommen die, glaube ich, hin, ne? Oder? Müssen wir mal gucken, ne? Wegestransfer. Wofür denn ist das denn? Fahrzeug Gefräßtransfer. So, 10 Passagiere sind schon drin. Statistiken. 54 verdient. 3 Leute angeliefert. Unternehmen ging bankrott. Heubach absiert keine Steine. Okay, das hatten wir schon letztes Mal angesagt, dass er so ist. Das ist auch gut so. So, Gefräß. Jetzt hat er da einen hin und her gebracht.
Aber das wird Simotrans braucht man hier nicht machen. Ich brauche nicht mehr nach Transfer fahren, einfach aus dem Grunde, weil die Leute definitiv sich in den Bus setzen und jede Rundreise mitmachen, egal wie oft sie nach Transfer wieder zurückfahren. Das spielt hier keine Rolle. Das System funktioniert hier nicht so. So, 69, 9 Leute. Ja, da kann nur Miese einfahren dann, wenn das so ist, oder? Das heißt, wir müssen diese Linie ändern. Hier funktioniert das nicht so. Fahrplan bearbeiten. Das heißt, man kann hier jeden Transfer hier rausschmeißen, weil das macht keinen Sinn. Gefräß Nordwest. So, Linie okay. Ja, und dann fährt er wieder die Runde. Jetzt ist nur die Frage, ob die Anordnung sinnvoll ist. Weil er kreuz und quer wahrscheinlich fährt. Dann lass uns das mal gerade noch schauen. Von Transfer fährt er nach Südost. Von Südost fährt er nach West. Von West fährt er nach An. Ja, das kann man so lassen, das passt schon. Statistiken sagen, dass er jetzt 415 Dollar Euro gewonnen hat. Zählt er bei der nächsten Haltestelle an. 525. Jetzt fährt er nach West. Nee, fährt er durch. Ach so, da hat er gedreht. Und ach, das ist eine einseitige Haltestelle. Unglücklich gelaufen, ne? Ja, ist halt so. 710 jetzt aber. 700. Jetzt wird er gleich bei der nächsten Haltestelle wahrscheinlich ins Plus dann, oder? Betriebskosten laufen hier hoch. Er holt jetzt da noch ein paar Leute rein. Nee, hat da nicht ganz gereicht. Da ist er. Ah, wir sollten vielleicht Gefräß West umändern. Gefräß West sollte nach vorm Transfer müsste Gefräß West sein. Kann ich das verschieben? Bearbeiten? Ja, kann man sehr gut gemacht. So. Und okay. Und dann nochmal den Statistiken rein. Dann packt er nämlich dann auf dem Rückweg da aus. Und jetzt ist er schon. Wo ist er? Der da oben ist es, genau. Jetzt ist er kurz und knapp davor, wieder Plus zu machen dann, oder? Jetzt dreht er da um. Wofür? Ah, er fährt nochmal da hin. Jetzt ist er auf jeden Fall schon im Plus. Was macht er da für eine Kurve? Irgendwo hat er es nicht geschnallt, glaube ich. Kann das sein? Ja, er macht auf jeden Fall Plus. Jetzt ist er da vorbeigefahren, ne? Jetzt fährt der Transfer an. Jetzt muss er drehen. Ja. Fährt jetzt Anbau an oder was? Fahrplan. Tja. Jetzt fährt er Südost an. Das wäre hier. Dann müsste er jetzt nach West fahren. Warte mal, die Route hat sich nicht geändert. West. Er hat das wieder zurückgebaut, oder? Ne, jetzt hat er es richtig. Jetzt könnte es passen. Ist die Frage, wo er hinfährt. Er fährt jetzt gerade Nord-Nord-West. Das wäre hier. Müsste dann bei West anhalten als nächstes.
Macht er auch. Das heißt, er ist hier und fährt jetzt nach Transfer. Ja. Gut, schauen wir mal rein in die Linie. Oder in das Fahrzeug vielmehr. Das sieht also so aus, dass wir hier knapp Plus machen. Alles gut. Dann würde ich sagen, machen wir aber erst hier wieder einen Cut. Wir können nächstes Mal noch überlegen, ob wir hier hinten noch eine Haltestelle hinmachen. Das müssen wir uns dann nochmal genau angucken. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen. Und ja, was war denn da noch so, ne? Schreibt Kommentare und teilt das Video und macht euch die Glocke an und ein Abo wäre schön und ja, ihr wisst schon Bescheid, ne? Daumen hoch. Ich danke euch. Bis dann. Ciao.